Bei der zweiten Übung beim Öffnen des Brustkorbs geht es, wie der Name schon sagt, darum, den Brustkorb zu öffnen und zu weiten. Wir wollen Platz für die Lunge schaffen. Diese Übung zeigen wir dir jetzt vor. Zur Erinnerung, wir haben mit der ersten Übung gestartet. Die erste Übung endet mit dieser Bewegung. Aus dieser Bewegung heraus starten wir jetzt in die zweite. Sie beginnt gleich wie die erste. Die Arme heben sich nach oben. Arme heben sich nach oben, wie bei der ersten Übung bis auf Schulterhöhe. Jetzt öffnen die Arme zur Seite, stoppen an dieser Position in der Verlängerung. Die Arme gehen nicht hinter den Körper. Arme schließen sich wieder mit dem Ausatmen und sinken nach unten. Wir machen es noch einmal. Einatmen, gehen die Arme nach oben, öffnen zur Seite. Wir haben also eine lange Einatmung. Ausatmen, schließen die Arme und sinken wieder nach unten. Und auch eine lange Ausatmung. Die Knie machen die gewohnte Bewegung. Einatmen, strecken die Knie sich durch. Der Körper wächst nach oben. Genau, öffnet sich. Ausatmen, schließt der Körper sich und entspannt nach unten. Ein wichtiger Punkt bei der Bewegung, dass die Schulter entspannt bleibt. Obwohl du die Arme hebst, lass den Schultergürtel entspannen. Vor allem in der Position, das Gefühl, die Schultern schmelzen sozusagen nach unten und dann wieder sinken. Also mach die Bewegung nicht mit Armen nach oben oder Schultern nach oben, sondern die Schultern bleiben entspannt. Okay. Zurück zur Mitte. Das war die Bewegung. Also Bewegung in den Knien, heben und senken und das Öffnen mit entspannten Schultern. Wichtiger Hinweis bei der Übung, passt die Übung an deinen Atemrhythmus an. Manche Menschen atmen langsamer, manche atmen schneller. Wenn du diese Übung zu langsam machst und dein Atem nicht nachkommt, dann kriegst du Atemnot. Also, wenn du ein schnellerer Atmer bist, dann ist die Bewegung für dich auch etwas schneller, darf sie schneller sein. Atmest du langsamer, kann auch die Bewegung langsamer sein. Also der Atem gibt immer das Tempo vor, die Bewegung folgt. Diesen Hinweis ist ganz ein wichtiger Hinweis.